Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Es ist Ende des Monats und deswegen ist es wieder Zeit für ein Sketch-Video. Das hier ist das Video zum Stempler-Sketch 02 und am Ende des Videos wird eben der Stempler-Sketch 03 erzählt. Dazu eben mehr am Ende vom Video. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Kartensketch. Genau, also so, das war die Inspiration. So sollte der Sketch in etwa aussehen. Vielen Dank an die Nicole fürs Einsenden von dem Sketch. Die ist aus meinem Team. Genau, das heißt, das ist bei mir rausgekommen. Die Extra-Challenges, die es gab, die Bonusaufgaben, waren erstens, es soll eine maritime Karte sein und zweitens war eine Farb-Challenge dabei und zwar Blau, Rot und eine Neutralfarbe. Sie hat Savanne vorgeschlagen, aber ich habe daraus eine Neutralfarbe gemacht, damit ihr ein kleines bisschen flexibler seid. Genau. Und das ist bei mir rausgekommen. Ja, und dann fangen wir einfach direkt an, das zu basteln. Im Anschluss zeige ich alle Projekte, die bei mir eingegangen sind, entweder per Mail oder per Post, zu diesem Sketch, dass ihr ein bisschen Begleitmaterial noch habt. Auf Instagram findet ihr dazu auch noch mehr. Und ganz am Ende gucken wir uns eben an, was jetzt für den kommenden Monat alles ist. Genau, okay, los geht's. Zuerst würde ich sagen, stempeln wir mich hier mal den Teil, dann sind wir da nämlich mit durch. Und dann kümmern wir uns um den Hintergrund, ums Zusammensetzen. Und dann machen wir das. Okay. So, also ich habe das Segelboot gestempelt. Das ist das Boot aus Leinenlos. Dazu gibt es auch eine passende Handstanze. Die gibt es sogar noch als Produktpaket. Dann ist es 10% günstiger. Ich habe euch neulich in einem Video gezeigt, wie man die Stempel auf einmal stempelt, sodass man das mit einmal ausstanzen kann. Ich habe hier aber jetzt noch zwei größere Reststreifen. Deswegen werde ich es einfach daraus ausstanzen, weil das muss sowieso weg. Genau, in dem Video mit dem Leuchtturm dieser Klappkarte habe ich euch erklärt, wie das geht. So, dieser Stempel hier, ganz wichtig, nachdem der so eine, also ich lege es auf so eine Stempel- und Perforiermatte, ne, das so ein bisschen Druck hat, ein bisschen weicher ist, weil die Fotopolymerstempel das ja nicht haben. Und bei dem langen Stempel hier ist es ganz wichtig, dass ihr den hinlegt und dann aber so lasst, wie der sein möchte. Also den nicht versucht in eine Form zu zwingen, nicht anfassen, sonst verbiegt ihr euch hier den Mast und dann passt es am Ende nicht mehr. Sondern der Stempel weiß, wie er ausgerichtet werden möchte. Dann legen wir immer die Stanze hier oben hin oder hier an die Seite, dass wir sehen, das soll nachher so rum gestempelt werden. Also jetzt eben nicht irgendwie so stempeln, sondern halt das. Das erleichtert das Ganze ungemein. Der Rumpf wird gestempelt in Espresso. Da habe ich tatsächlich nochmal eine Neutralfarbe eingebaut, aber für so eine Kleinigkeit im Motiv ist das völlig in Ordnung. Diese ganzen Vorgaben sollen ja auch den Sketch nicht hindern. Das soll ja eine Bereicherung sein, eine Inspirationsidee und vielleicht eine Challenge für euch. Das soll aber ja nicht das Projekt euch irgendwie einschränken. Also jeder kann entscheiden, ob man die Challenges macht oder halt auch nicht. So, das schneide ich mal hier so ein bisschen auseinander, dass wir das dann in die Stanze drücken können. Und hier passt auch noch was hin. Ich habe ja noch die beiden Segel. Die stempel ich tatsächlich in Marineblau. So. Segel 1. Segel 2. So, dieses hier muss so rum drauf. Passt es hier noch hin? Ja, perfekt. So, sieht gut aus. Sehr schön. Und das Teil kommt hier nach unten hin. Da ist jetzt dann so ein kleines bisschen Papierverschwendung. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Aber so ist es. Das ist jetzt auch nicht weiter wild. So. Das ist alles das. Ne, das lasse ich noch offen. Das brauchen wir nämlich gleich nochmal. So, ich habe hier noch einen Kreis ausgestanzt. Der ist gestanzt mit den Basics mit Pep. Die sind jetzt neu im Jahreskatalog gewesen. Da sind hier diese Kreise drin. Diese Quadrate sind da drin. Und hier diese Banner sind da drin. Diese. Und das ist der zweitgrößte Kreis. Ihr müsst nicht genau diese Stanzform benutzen. Ihr könnt auch ganz normale Kreise nehmen. Aber ich fand es schön, dass dieser Kreis eben so ein bisschen was außenrum hat. Der hat ja hier so eine Punktekante außenrum. Das fand ich einfach cool. Müsst ihr nicht machen. Nehmt was auch immer ihr habt. So, wo ist mein langer Stempelblock hier? Der geht gar nicht drauf, der Stempel. Das macht aber gar nichts. So, ich wollte es ein bisschen niedriger stempeln als hier hoch. Das ist mir schon fast zu hoch. Andererseits guckt das Boot halt so witzig oben raus. Nur wir gehen ein kleines bisschen tiefer. Mal gucken, ob ich es hinkriege. So, das heißt, ich stempel das Ding ein. Schön in der Mitte. Mehr brauchen wir nicht. Und dann stempel ich das. So. Und nochmal abstempeln. Und nochmal abstempeln. So, kann sein. Ja, jetzt ist es kaum tiefer als vorher. Ich drehe es nochmal um.
die Stanzkante außenrum ist nicht dann, ist dann nicht mehr so schön, aber das macht nichts, weil das auf dem Stück sowieso verdeckt ist. Es kann sogar sein, dass ich das Wasser hier von vornherein einmal abgestempelt habe. So. Ja, jetzt ist es ein Stück tiefer. Genau, also vorher einmal abstempeln, hatte ich jedenfalls hier jetzt gemacht. Dann haben wir noch, brauche ich nochmal einen Block. Diese Reflexion hier. Da kommt nachher unser Schiffchen drauf. Hier. So, also das kommt hier so hin. Und dann wird das einmal abgestempelt und halt so unter das Schiff geklatscht. Das sieht man nur kaum, aber an der Stelle ist es halt nochmal ein bisschen dunkler und das ist alles, was zählt. Und wir können sogar noch diese Vögelchen hier oben, nachdem unser Schiff jetzt ein kleines bisschen weiter unten ist, da oben in die Ecke wollte ich sie nicht reinklatschen, aber nachdem unser Schiffchen jetzt ein bisschen weiter unten ist, kann man die Vögel da oben noch hinsetzen, oder? So, einmal, zweimal, dreimal, ja. Also zweimal abstempeln und dann hier hoch. Süß. Okay, das kommt alles nach da hoch. Das ist auch alles, was gestempelt wird erstmal. Das kann wieder weg. Und dann stanzen wir uns die ganzen Teile aus für das Boot. Also einmal hier die Papierverschwendung. Aber das macht nichts. Von dem Grundweiß habe ich sowieso, also von dem dünnen Grundweiß habe ich immer die ganze Zeit irgendwelche Schnipsel rumfliegen, weil das ist ja irgendwie das Papier, was man am meisten benutzt. Und da hat man immer irgendwelche Schmierstreifen. Deswegen darf man da auch mal einfach so drauf stempeln und ein bisschen verschwenden. Ich hebe die alle auf und schmeiße sie nicht weg. Aber wenn die dann irgendwann zu futzelig werden, dann kann man die auch mal so ein bisschen verschwenderisch benutzen. Das ist völlig in Ordnung. So, und der kommt jetzt noch hier rein. Und wie gesagt, ihr habt in dem Video mit dem Leuchtturm, wie man das auch aus einem Rutsch machen kann. Das macht man dann im Stemperatus. Aber darauf hatte ich jetzt keine Lust. So, okay. Das kam alles weg. Super. Dann setzen wir das Schiffchen noch zusammen. Und zwar mache ich immer ein Segel drunter und ein Segel drüber. Machen wir diesmal dieses hier drunter. Also oben so ein Hauch. Wirklich nur so ein Hauch, keinen ganzen Tropfen, sondern nur so leicht feucht machen. Das klebt dann besser und schneller, als wenn ihr da einen großen Tropfen drauf macht. So, und ich habe hier auch meine Silikonmatte, dass falls ich daneben klebe, das macht nichts, weil da drauf klebt nämlich nichts, kann man alles wieder abziehen. So, das heißt, das wird so hingemacht und dieses Segel. Kommt dann hier vorne noch dran. Und dann haben wir voll das coole Segelboot. So. Und das kann dann hier schippern. So, was habe ich noch für Teile? Ich habe, das ist nochmal genau der gleiche Kreis gewesen. Das habe ich ausgestanzt in Chili. Das ist der Rotton, der rein sollte. Das ist hier ist diese gleiche Kreisstanzform. Und dann habe ich aus den lagenweise Kreisen, also einfach eine kleinere, ganz normale Kreisstanzform, nicht die Basics mit PEP, weil die haben auch auf der Außenseite eine Stickung und dann wäre Innen- und Außenstickung. Das wäre mir zu viel gewesen. Das heißt, ich habe aus den lagenweise Kreise einfach einen kleineren Kreis genommen und den hier rausgestanzt, sodass wir hier einen Ring außenrum haben. Ihr müsst nicht exakt diese lagenweise Kreise haben. Ich wurde neulich gefragt, dass ich mal die Maße sagen soll. Das ist völlig egal. Ihr nehmt einfach eine Kreisstanze, die ihr habt, die halt kleiner ist, dass hier eben so ein Ring übrig bleibt. Wenn ihr die lagenweise Kreise von Stampin' Up! Habt, ich glaube, dass ich habe benutzt den zweit- und den viertgrößten Kreis. Das hier innen ist der viertgrößte. Das müsste der zweitgrößte gewesen sein. Aber an sich ist es egal. Nehmt, was ihr habt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, das heißt, das sind eben diese Basics mit PEP. Und dann Kreis außen raus gestanzt. Das können wir auch direkt einmal aufkleben. Nein, können wir nicht. Damit müssen wir noch was anderes machen. Und das hier ist ein Kreis aus Savanne gestanzt. Auch aus den lagenweisen Kreisen ist der zweitgrößte. Was daran der Witz ist, ich will, dass das nur so ein Hauch größer ist als unser Basiskreis. Da kriegen wir nämlich ein Band oben drauf. Das ist einfach nur, dass das Band eine Klebekante hat. Wenn ihr keinen Kreis habt, ich hatte jetzt Glück, dass das echt nur so ein Haar ist, so 1-2 mm. Wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ihr einfach einen größeren und schneidet es dann nachher zurecht. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber bei mir passt jetzt zufällig genau und dann mache ich mir das natürlich zunutze. So, da hatte ich gesagt, mit dem Kreis machen wir noch was. Und zwar als allererstes
ein kleines bisschen flink und fest auf den Porschi. Nur so ein bisschen. Und dann kleben wir das nämlich auf ein Schmierblatt drauf. Ich gönne mir mal ein neues Schmierblatt. Hier. Was haben wir hier? Ach, auch wieder. Lineare Algebra und Geometrie 2 fürs Lehramt. Das, da müssen wir jetzt noch was einzeichnen. Wir wollen nämlich auf den Rand Perlen draufsetzen. Und ich zeichne mir hier ein, so in etwa mal die Mitte. Das ist alles nur freie Schnauze, dass es ungefähr passt. Ich messe das hier jetzt nicht aus. Und zwar einmal halbieren und dann einmal vierteln. Und dann achteln. Oh, draußen klingelt ein Handy. Ich hoffe, ihr hört das nicht im Video. So, also es muss nur so Pi mal Schnauze passen, dass ich so Freischnauze, Pi mal Schnauze, genau, Tim. Nur so in etwa passen, zum Beispiel der hier kann eigentlich noch ein Stück weiter rüber. Das ist nur, wenn ich die Dinger nachher setze, dass ich das besser abschätzen kann. Und genau, das machen wir jetzt auch. Und zwar gibt es ein neues Produkt im Weihnachtskatalog, die Basics für Emaille-Effekte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch ist nicht meine Stärke, beziehungsweise ich kann kein Französisch sprechen. Ich kann nur einen französischen Akzent, sehr überzeugend sogar. Da wurde ich schon von Franzosen für gelobt, aber ich spreche eigentlich kein Französisch. So, also das hier ist das Dunkelgrau oder das Schwarz steht drauf, aber eigentlich ist es ein Dunkelgrau. Und da setzen wir jetzt eben immer da, wo das hier trifft, eine so eine Perle hin. So ein bisschen wie Nieten, also es soll ja so ein Bullauge sein. Genau. So, und das darf ja jetzt noch ein Sekündchen hier trocknen. Das legen wir an den Rand. So, die sollten ja, es ist ja Montag, das Video ist einen Tag zu spät rausgekommen. Eigentlich hätte es gestern rauskommen sollen, am Sonntag. Aber ich war auf einem Ausflug mit Leuten aus der Uni. Wir waren Kanufahren, ich habe mir sogar einen Sonnenbrand geholt. Es ist gerade so Après-Sonnencreme drauf. Deswegen heute mal keine Armbänder, weil das tut sau weh. Dann habe ich es gestern nicht mehr geschafft, dieses Video zu drehen, weil ich wollte das nicht vordrehen, weil ja noch Einsendungen gekommen sind. Deswegen konnte ich das nicht vorher drehen und am Sonntag hat es nicht mehr gereicht. So, das bleibt zum Trocknen. Wir haben das, das machen wir mal alles fertig. Dann kümmern wir uns jetzt um den Hintergrund. Und zwar habe ich da auch schon was vorbereitet. Und zwar, das hier ist einfach ein Viertel DIN A4-Blatt Grundweiß. Und da habe ich einen Farbverlauf drauf gemacht in Marineblau mit einem Blendingpinsel. Das heißt einfach ins Stempelkissen einstippen und dann einmal abtupfen, dass man die grobe Textur unten hat, also dass die nicht mitgemacht wird und dann sanft anfangen mit einem leichten Druck und dann immer stärker und dann habe ich halt hier einen kompletten Farbverlauf verwischt in Blau auf Weiß. Warum mache ich das? Wir wollen ja diese Reiskanten hier haben und das geht, indem der Kern von dem Papier immer noch weiß ist, aber die Oberfläche halt blau. Ihr könntet auch theoretisch einfach blauen Farbkarton reißen, dann ist aber die Reiskante halt blau. Die könnt ihr aber theoretisch mit dem Schwämmchen wieder weißlich einfärben, aber schneeweiß wird es nur, wenn die Innenseite weiß ist. Man kann auch ganz tollen Designerpapier einfach nehmen. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der Vorabaktion auf den Jahreskatalog ein ganz tolles marmoriertes blaues Papier. Das wäre damit super gegangen, aber das ist ja gerade im Moment nicht verfügbar und dann dachte ich, machen wir hier mal die einfache Variante. So, und ich habe auch hier den Farbverlauf noch etwas dramatischer gewählt, von wirklich hellblau bis nach dunkelblau. Bei den kräftigen, gut pigmentierten Farben wie Marineblau geht es ja sehr gut. So, und das ist eben volle Höhe. Also das hier ist, was übrig geblieben ist von DIN A4 Vierteln. Also das ist so in etwa 10,5 mal 14,8 oder irgendwie sowas. Also halt einfach nicht Standkartenmaß, sondern so groß, wie es halt ging, dass es ein bisschen übersteht, dass wir das abschneiden können. So, und den Farbverlauf hatte ich eben schon mal vorbereitet, dass das ein bisschen trocknen kann. Und dann hole ich mir die Kartenbasis. Die ist hier, die hat Standardmaß, also 10,5 mal 29 gefalzt bei 14,5. Ihr könntet übrigens auch, wenn ihr da noch ein bisschen mehr Textur reinhaben wollt, den Hintergrundstempel Gentle Waves obendrauf setzen. Der ist ein kleines bisschen zu kurz, das heißt, man müsste das eventuell dann aufs amerikanische Kartenmaß basteln, eben auf 14 cm, dann passt es wieder. Ja, das macht ihr, wie ihr Bock habt, aber ich dachte, ich lasse es einfach mal ganz simpel. So, das so rum. Und jetzt fangen wir an zu reißen. Hatte ich neulich schon mal erklärt, wir reißen mit der rechten Hand zu uns, sodass wir die Reißkante auf dieser Seite bekommen. Ich zeige das einmal. Und zwar fange ich hier an zu reißen. Nicht sehr gerade reißen, sondern eben schön wellig, ein bisschen Textur reinreißen. So, und dann sieht man eben, auf der einen Seite ist diese weiße Reißkante hier und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, so rumziehen, dann kriegt ihr die Reißkante da, wo wir sie haben wollen, weil die wollen wir nachher auch betonen. So, der Teil kann weg. Und hier reißen wir jetzt einfach in regelmäßigen Abständen
auch eben nicht zu gerade, reißen wir irgendwelche Streifen raus. Auch hier mal ein bisschen tiefer. So. So, ich denke, das reicht sogar schon fürs Erste. Ich hätte die vielleicht ein bisschen schmaler reißen können. Aber dann haben wir auch nicht zu viele Linien, dann übermannt uns das nicht. So, jetzt einmal puzzeln. Und das oberste, das oberste Teil, das kriegt jetzt noch ein bisschen eine Sonderbehandlung, weil das war ja auf dem Sketch drauf, wir wollen ja da einen Abschluss haben. Und die Idee von der Nicole war ja, das hatte ich nachgereicht, das hatte die Nicole dazugegeben, aber ich wollte euch eben für den ersten Sketch nicht so wirklich einschränken. Die Nicole wollte ja auf dem Sketch, dass das unten was aufgesetzt ist und dass da oben immer noch die Grundkarte ist, also dass es oben quasi frei bleibt. Das war so Nicoles Idee, aber ihr dürft es natürlich auslegen, wie ihr wollt. Ich habe auch einige sehr kreative Ansätze gesehen, wie man diese Abschlusskante betonen kann quasi, kommt alles nachher bei den Einreichungen, die waren wirklich cool. So, und damit wir eben diese Kante oben noch ein bisschen mehr betonen, machen wir hier jetzt richtig Gischt drauf. Das habt ihr vielleicht vorhin gar nicht gesehen auf dieser Karte. Aber in meinem Kameradisplay sieht man es nicht, dass es drauf ist, aber hier ist 3D-Gischt. Und das ist auch ein neues Produkt aus jetzt dem neuen Mini-Katalog, aus dem Weihnachtskatalog, und zwar die Plusterfarbe Schneeakzente. Ja, also eine Plusterfarbe. Kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr schon länger bastelt. Die Idee ist, man schmiert dieses Zeug. Ups, das ist mein Kleber, den soll ich mal zumachen. Man schmiert dieses Zeug oben an die Kante dran. Und dann nehme ich mir gleich einen Heißluftföhn und föhne das Ganze. Und dann plustert das eben so auf. Ich werde euch den Ton dann rausmachen, damit es nicht so laut ist wegen dem Föhn. Aber ich lasse euch die Originalgeschwindigkeit drin, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sowas laufen könnte. Ich schmiere einfach diese komplette Gischt hier oben mit dem Zeug ein. So. Zudrehen. Hier ist mein Heißluftföhn. Hier ist meine Pinzette aus dem Embossing-Zubehör. Und dann föhne ich das mal. Ich habe es doch ein kleines bisschen schneller gemacht. Gerade das Aufwärmen, man hätte den Föhn vorher aufwärmen sollen, dann wäre das hier drüben ein bisschen schneller gegangen. Ich habe es sehr dick aufgetragen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert und der Zeitraffer. Ich hoffe, man hat im Video überhaupt erkannt, was da eigentlich passiert. Aber so ist jetzt der Effekt, der eben nachher ist. Es ist wirklich 3D, es ist plustrig und es fühlt sich auch ganz weich an. Also es ist nicht irgendwie hart, sondern es ist ganz flauschig. Passt super gut. Was ich noch erzählen wollte, das Zeug ist auf Wasserbasis. Das heißt, das löst unsere Stempelfarbe wieder an. Das ist ja cool, weil man die eben auch als Aquarellfarbe benutzen kann. Aber der Nachteil ist natürlich, dass eben diese Farbe ein bisschen die Stempelfarbe anlöst. Deswegen sieht man hier drüben zum Beispiel, ist so ein bisschen blau in dieser Plusterfarbe drin. Ich finde, das ist sehr förderlich für den Effekt, weil die Gischt eben ja auch so leicht bläulich ist und dann ganz oben weiß. Also ich finde, das sieht gut aus. Aber behaltet es im Hinterkopf, wenn ihr auch im Winter damit irgendwelche Schneeakzente oder sowas machen wollt, dass das eventuell, wenn ihr Tinte drunter habt, die Tinte anlösen kann. Vielleicht müsst ihr dann auch einfach die Tinte länger trocknen lassen oder irgendwie sowas. Dann kann man das machen. Aber das wollte ich nur mal sagen. Aber als Positives heißt es auch, dass man das Zeug umfärben kann. Also wenn ihr das in einer speziellen Farbe braucht, könnt ihr auch ein bisschen was rausmachen, Tropfen Nachfüller reinmachen, dann habt ihr eben auch bunte Plusterfarbe. So, also das ist jetzt hier oben die Deko. Das könnte man auf allen auch von diesen Kanten machen. Das sah ja auch nicht schlecht aus, aber ich dachte, ich mache das nur als besonderen Akzent ganz oben drauf. So, dann brauche ich nochmal meine Silikonmatte hier. Und meine Kartenbasis. Und dann kleben wir einfach die Sachen alle übereinander. Ich suche mir jetzt zuerst eine Stelle aus, auf welche Position in etwa. Ich würde es übrigens eben erst föhnen und dann aufkleben. Auf dem Ursprungsprojekt, auf dem Prototypen habe ich es andersrum gemacht. Da habe ich es erst aufgeklebt und dann geföhnt. Und dann hat sich aber die ganze Kartenbasis gewellert. Würde ich im Nachhinein eben anders machen. So, und dann kleben wir das hier so in etwa auf den goldenen Schnitt, das
das hier auf dem goldenen Schnitt ist. Hier ist es mir schon fast zu hoch geraten. So gefällt es mir besser. So. Und ich habe jetzt eben das alles so zugeschnitten, dass das links und rechts ein bisschen rausgucken kann, dass wir es abschneiden können. Dann müssen wir uns keinen Kopf machen, dass es immer perfekt gerade ist und so. So, und dann, ich lege das einfach mal drauf, dass ich so ein bisschen ein Gefühl bekomme, in welchem Abstand wir das machen müssen. Hier unten schneide ich auch gerne noch einfach ein komplettes Stück ab. So, also nicht zu weit auseinanderlegen, sonst reicht es nach unten hin nicht. Das heißt, die werden jetzt einfach alle aufgeklebt. Und da sieht man sehr schön den Farbverlauf nach unten. Es kommt deutlich besser raus, als ich dachte. Ich dachte, dadurch, dass wir diese Reißkanten drin haben, geht vielleicht der Farbverlauf in den Papierstücken unter, dass es einfach sieht, als wären es quasi jede Lage eine neue Farbe gewesen. Aber ich bin sehr positiv überrascht, dass man tatsächlich den Farbverlauf in den Stücken selber auch noch sieht. So, Kleber immer schön bis zum Rand machen. Weil sonst, wenn wir es nachher abschneiden, klebt es eventuell am Rand nicht mehr. Das wäre sehr schade. So. Und den letzten noch unten drunter. Ich mache da übrigens immer nur Hauchzartkleber drauf. Ich hoffe, das seht ihr. Also nicht zu viel. So, und dann können wir das gleich alles ringsrum begradigen und dann haben wir ein wunderschönes Projekt. Dann gucke ich mal, wie unser Bullauge mittlerweile aussieht. Unsere Nieten, beziehungsweise Schrauben werden das nachher. Ne, die sind noch sehr feucht. Ich habe voll vergessen, das macht man eigentlich immer, also ich mache das immer, wenn ich so mit Pearlmaker arbeite, ist 2, 3 so Testperlen noch hinzusetzen. Und da kann man nämlich immer wieder an diesen hier testen, wie trocken die sind oder wie weit die schon getrocknet sind. Da muss man nämlich nicht in die eigentlichen Perlen reinditschen. Ist natürlich jetzt viel zu spät, aber merkt euch das für die Zukunft, macht das besser als ich. So, das heißt, wir basteln hieran weiter und gucken dann, dass wir das am Ende machen. So, beziehungsweise das lasse ich anziehen. Wir machen mit dem Seil weiter. Tut mir leid, dass jetzt alles so durcheinander ist, aber muss ja sowieso alles gemacht werden. Das hier kommt hier drauf geklebt und darauf kommt nachher der rote Rahmen, aber den können wir auch ganz zum Schluss aufkleben. Das heißt, hier so ein Hauch Flüssigkleber. Achtung mit den Punkten, die sind ja durchgestanzt. Das quillt euch raus, wenn ihr da nicht aufpasst. So. Und dann eigentlich möchte ich den roten Kreis aber tatsächlich aufgeklebt haben, bevor ich das Seil drumherum mache. Dann machen wir jetzt was ein bisschen gefährlich ist. Wir kleben den oben drauf und arbeiten dann weiter. Indem ich einfach versuche, nicht in die Kreise reinzuführen oder in die feuchten Stellen reinzutatschen. Kriege ich hin. Ihr habt natürlich mehr Zeit. Ihr könnt es einfach ein bisschen trocknen lassen oder ihr macht das Ganze zum Anfang, dann habt ihr da keinen Stress. So, und zwar möchte ich auch, dass die Nieten genau oben und unten ausgerichtet sind. So. Jetzt kleben bitte. Vielleicht kann ich hier mit meiner Pinzette das schön zwischendrin immer andrücken. Also ein bisschen zu viel Kleber gewesen. Das dauert jetzt ein Sekündchen. So, in der Zeit können wir das hier begradigen. So, das heißt einfach ringsrum. Ringsrum abschneiden. Durch die Blusterfarbe lässt sich ganz easy schneiden. So, und auch unten. Schön das Scherenblatt anlegen, hier links an die Kante. Dann wird es auch schön gerade. Dann haben wir hier unseren Welleneffekt. Sieht total cool aus. So, das kommt alles zu mir. So. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Vielleicht muss ich auch doch einen Schnitt machen und das noch ein Sekündchen trocknen lassen. So, aber hier muss sowieso noch was hin, was ein bisschen trocknen muss. Und zwar diesen Rand. Da werde ich jetzt eine Spur Kleber setzen. Und zwar tatsächlich auch nicht zu hauchzart, sondern so, dass da wirklich Kleber drauf ist. Da möchte ich ja mein Band gleich reindrücken. Das heißt, ich benutze hier... Das ist der ganz normale Flüssigkleber übrigens. Den habe ich nur in diese feintüllige Flasche hier gefüllt, weil es hier für so Präzisionsarbeiten deutlich praktischer ist. So, und den Tombow...
der ist ja so ein Zwei-Phasen-Kleber. Und das bedeutet, also das ist ein Kleber auf Stärkebasis, so weißer Bastelkleber. Der klebt auch noch, wenn man den trocknen lässt. Eben so durchsichtiger Bastelkleber, so ein Chemiezeug, der klebt nicht mehr, wenn der trocken ist. Der wird dann so wie so ein Lack. Und dann kann man Kleben vergessen. Aber so einer auf Stärkebasis, die kleben auch noch, wenn die trocken sind. Das heißt, wir lassen das jetzt antrocknen und dann drücken wir das Seil rein. So klebe ich gern Sachen an, die schwierig sind zu kleben. Zum Beispiel auch auf Glitzerpapier draufkleben, mache ich immer so. So, das muss jetzt eben Sekündchen trocknen. Das legen wir mal hier hin. Ist sonst noch was zu tun? Eigentlich nicht so wirklich. Das heißt, ich setze euch tatsächlich jetzt einen Schnitt und dann lasse ich das ein Sekündchen antrocknen. Dann sehen wir uns wieder. Okay, ich dachte, ich muss noch eine ganz andere Sequenz zwischen rein drehen, aber so lange braucht es gar nicht. Ich habe alle meine Stempel sauber gemacht, wieder einsortiert und jetzt passt es auch schon. Der Kleber ist durchsichtig, das heißt, wir können soweit mit dem weiterarbeiten. Die Perlen sind noch nicht genau am perfekten Zeitpunkt, aber ich vermute mal, sobald wir das Band drumherum geklebt haben, passt es. So, und zwar schnappe ich mir die Cordel Basics im Set. Und hier ist nämlich eine Cordel drin in Savanne und da ist auch sogar doppelt so viel drauf wie auf zum Beispiel der in Vanille oder in Granit. Das heißt, da gibt es einiges. Ihr könnt auch den ganz normalen Leinenfaden nehmen, aber der hier ist ein bisschen dicker. Wenn ihr noch eine dickere Kordel habt, könnt ihr natürlich auch gerne die nehmen, weil man soll ja hier schon ein bisschen was sehen. So, das heißt, das Schiffchen kommt in etwa dahin. Das heißt, da oben ist nachher die Spitze. Und das heißt, wir fangen auch hier an zu arbeiten, dass wir den Saum verdecken, wo die übereinander kommen, nicht den Saum, die... halt die Kante, wo die sich treffen. Die sollte genau hier oben drunter sein, dass man die nicht sieht. Und dann gehe ich einfach einmal rum und drücke diese Kordel in den Kleber rein. Und dann sieht es eben aus, als hätte unser Bullauge so eine Kordel als Begrenzung. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, was noch kordeliger aussieht oder so ein bisschen mehr nach Tau, könnt ihr das gerne benutzen. Wir haben ja auch immer mal wieder was Dickeres im Sortiment. So, ich bin einmal oben rum. Das heißt, hier wird das abgeschnitten und gucken, dass das schön hier oben reingedrückt ist, dass das sich nicht mehr verabschiedet. Und jetzt haben wir eben so eine ganz dezente Taukante oben drumherum. Gefällt mir echt gut. Und die Basis ist eben auf natürlich Savanne gewesen, dass das nicht so doll auffällt. Und wenn das jetzt zu groß gewesen wäre, dann könnt ihr das natürlich einmal abschneiden. Passt natürlich auf, dass ihr die Kordel nicht verletzt dabei. So. Und das können wir jetzt eigentlich da auch schon direkt aufkleben, dann sind wir das nämlich los. Ich muss nur immer noch aufpassen, weil meine Dots hier noch nicht perfekt sind. Wobei, ja, wir bearbeiten die jetzt weiter. Und zwar möchte ich daraus echte Schraubenköpfe machen. Und das mache ich, indem ich meine Schere nehme und da reindrücke. Das heißt, die brauchen aber einen Zeitpunkt dafür, wo die nicht mehr flüssig sind, sodass die die Form behalten, aber halt noch nicht angetrocknet sind. Sonst könnt ihr das nämlich auch vergessen. Und dann drücke ich da einfach so eine Kante rein und dann ist es ein Schraubenkopf. Und das mache ich jetzt reihum und zwar immer in so ein bisschen einer anderen Ausrichtung. Meine sind jetzt noch flüssig innen. Wenn das jetzt so ein Lavakuchen wäre, wäre das cool. Für mich ist es ein bisschen nervig. Die hätten nur noch ein paar Minuten gebraucht. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ich will auch fertig werden mit meinem Projekt. Und das kann ich auch nochmal schöner machen. Ein bisschen begradigen, ein bisschen beschnippeln, wenn die fertig sind. So, und hier nochmal so eine Parallelschraube. Gut, so, das heißt, das kann man auch nachher mit Alkohol noch sauber machen. Jetzt haben wir eben da so wirkliche Schraubenköpfe draus gemacht, sodass es eben noch vernieteter aussieht nach Schiff. Gut, da kommt jetzt der Menschennetz hinten drauf. 1, 2, 3 beinige Hocker stehen am besten. 1, 2, 3. Und das kommt nach da. So. Das war ja, die Nicole hat ja gesagt, hier und da irgendwas drauf. Das hätte nicht zwingend kreisförmig sein müssen, aber ich wollte das eben mit dieser Bullaugenoptik machen. Ihr könntet auch, wenn ihr wollt, schauen, dass diese Wellenlinie hier genau da oben weitergeht. Das sähe auch sehr schön aus. Ist mir aber viel zu hoch gewesen für unser Boot. Aber wenn man quasi auf den Horizont rausguckt, dann kann dieses Boot, das muss ja nicht auf der Horizontlinie schwimmen, das kann ja auch deutlich weiter unten schwimmen. Also wenn so ein Boot hier wäre, dann sähe das ja auch nicht schlimm aus. Dann müsst ihr nur gucken, wo ihr diesen Schatten hinsetzt. Also ihr könnt auch das Wasser, wenn ihr wollt, bis nach da oben stempeln und hier unten dann den Schatten machen und das Boot nach da, wie ihr lustig seid.
So, hier kommen jedenfalls auch noch zwei Dimensionals drauf. Und dann kommt unser Boot hier dazu. Sehr schön. So. Und als letzten Schliff habe ich dann noch einen Knoten gesetzt, hier so hin. Ihr könnt, wenn ihr unbedingt einen Spruch einarbeiten wollt, ich habe ja die Philosophie, dass nicht jede Karte zwingend einen Spruch braucht, aber wenn ihr gerne einen haben wollt, dann könnte man zum Beispiel, habe ich mir gedacht, ich habe alles Gute gestempelt, das ist aus dem Set Mehr an Glück. Ich habe nämlich meine maritimen Sets durchgesucht nach Sprüchen, die mir gefallen haben, und ich habe hier einfach nur ein alles Gute genommen. Findet ihr aber natürlich auch in anderen Sets. So, und zwar habe ich mir gedacht, wenn man jetzt unbedingt einen Spruch haben wollen würde, die sind übrigens 8 mm breit, diese Streifen, also ein Hauch von nix, könnte man auch das hier zum Beispiel noch da so untersetzen und dann hier eben den Knoten hinmachen. Muss ich gleich entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Das nur so als Idee, das könnte man tun, wenn man wollte. Ich mache jetzt noch einen 8er-Knoten. Ich hoffe, man sieht so in etwa, wie das funktioniert. Also ich schlage hier eine Schlaufe. So, also der lose Teil ist im Moment drüber. Dann tauche ich unter dem Seil einmal durch. So. Und dann fädel ich das zurück durch die Schlaufe, die ich ganz am Anfang gelegt habe. Und dann habt ihr eben hier so einen kleinen 8er-Knoten. Ich habe das schon mal gezeigt in irgendeinem Video. Wobei, das war ein doppelter 8er-Knoten, das war ein bisschen was anderes. Okay. Aber dann habt ihr es ja jetzt. Ihr legt also eine Schlaufe, kehrt dann einmal unter das Seil, wo ihr gekommen seid, und taucht dann durch das Ding durch. Und dann habt ihr so einen 8er-Knoten. Und der kommt jetzt eben hier hingeklebt. Und dazu nehme ich diese kleinen Klebepunkte. Die sind in den Komplettsets drin. Also wenn ihr da eins habt, da kommen immer diese Klebepunkte. Und die sind super cool. Die sind nämlich so mini klein. Und für sowas perfekt geeignet. Ich klebe dann so zur Hälfte da drauf, auf quasi unser Tau. Ziehe es dann ab und falte den nochmal um. Und da setze ich dann einfach diesen Knoten rein. Und dann sieht es nämlich so aus, als wäre dieser Knoten das, was diese ganze Runde hier einmal fest zusammenhält. Ist es aber nicht. Ne? Das wäre viel zu aufwendig, das zu knoten. Ihr könnt auch diesen Abschluss, wenn ihr den nicht hier oben, meiner ist ja jetzt genau hier unten verdeckt, ihr könnt den auch dahin machen und darunter dann verstecken. Das ist auch kein Thema, aber ich wusste noch nicht genau, wo ich diesen Knoten hier hinsetzen möchte. Man sieht übrigens auch, meine Hände sind bunt. Das wurde ich auch mal gefragt, warum meine Hände nicht bunt werden. Doch, die werden bunt. Gerade wenn man so viel Farbe hier drauf gemacht hat und das dann die ganze Zeit anfasst, dann werden die Finger bunt. So, und einfach nur, ich glaube, der Vollständigkeit halber klebe ich das jetzt so hin, damit wir einmal den Vergleich haben mit und einmal ohne Spruch. Einfach nur so und dann passt das auch. Das heißt, ich mache eher so innen drin Kleber, sodass das sich außen noch hochbiegen kann. Und fädel den dann da so rein. Und auch hier wieder das Ende ein bisschen hochbiegen und dann innen gut Kleber. So. Dann haben wir hier so ein alles Gute. Ist auch ganz süß. Okay, und das ist meine Karte fertig. So, das ist eben meine Idee gewesen zum Stempler-Sketch 02. Nochmal danke, Nicole, fürs Einsenden und für die Challenges. Wir gucken uns jetzt gemeinsam an. Und zwar würde ich vorschlagen, ich wechsle einmal mit euch in den Computer rein und wir schauen, was bei mir per Mail angekommen ist. Dann gucken wir uns nochmal hier zusammen an, welche Projekte bei mir per Post eingegangen sind. Und ganz am Ende gibt es eben den Stempler-Sketch 03, den ihr dann bis Ende nächsten Monat vorbereiten könnt und dann einschicken könnt, wenn ihr das gerne hättet. Als allererstes sage ich mal an der Stelle, bevor ich es nachher vergesse, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es ist ein wirklich cooles Projekt. Ich finde das super schön, dass eben auch wirklich viele Leute mitgemacht haben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, schon mal auf Instagram gucken unter Hashtag Stempler-Sketch. Hashtag Stempler-Sketch 02. Einfach in die Suchleiste eingeben, dann findet ihr schon alle Projekte, die diesen Hashtag drin haben. Und da könnt ihr euch schon Inspiration holen. Ich werde eben jetzt nur die zeigen, die bei mir explizit per Mail eingeschickt wurden, weil die Leute dann gesagt haben, von wegen, das darfst du mir zeigen. Das möchte ich nicht einfach bei allen Leuten auf Instagram machen. Und als liebe Bitte an alle Leute, die es mir per Mail oder per Post geschickt haben, aber noch nicht auf Instagram eingestellt habt, macht das bitte noch. Also packt ein Foto in Instagram rein und schreibt einfach in den Beitrag unten Hashtag Stempler-Sketch 02 rein. Dann taucht das nämlich auf dieser Hashtag-Seite auf und dann können wir uns gegenseitig inspirieren. Ihr dürft auch immer gerne bitte einen @der_stempler reinschreiben. Dann kriege ich nämlich auf meinem Handy einen kleinen Spling und kann mir diese Dinge angucken. Das ist quasi das Äquivalent von
mir zeigen per Mail oder irgendwie so. Genau, so, das heißt, wir gehen jetzt einmal in den Computer, gucken uns da die Sachen an, kommen dann zurück, gucken uns hier die Sachen in Präsenz an und dann gibt's noch den nächsten Sketch. Okay. Da sind wir also in meinem Computer. Ein bisschen anderer Ton, aber das ist ganz normal, wenn ich das jetzt für den Computer aufnehme. Okay, also zuerst gucken wir uns die Einsendungen per Mail an und dann habe ich noch die Projekte aus der Team-WhatsApp-Gruppe mitgebracht. Die gucken wir uns auch noch an. Also zuerst per Mail. Die sind übrigens alle gesendet an der-stempel@gmx.de. Das ist meine ganz normale Stempler-E-Mail-Adresse, da erreicht ihr mich immer und da sind die alle her. Also wenn ihr nächstes Mal mitmachen wollt, da hinschicken. Okay, als allererstes habe ich ein Projekt von der Anita. Also ganz easy, einfach nur was Gestempeltes oben als Abschlusskante, ein Motiv hingesetzt, bums, fertig. Total easy. Und sie hat auch nochmal das in Maritim gemacht, sogar mit der richtigen Farbkombination. Das Savanne ist da im Hintergrund eingebaut als Kartenbasis und dann Blau und Rot als Stempelfarben. Sehr cool. Dann habe ich von der Caro ein Sketch eingesammelt, hier in Pinktönen mit einem Muffin obendrauf. Dann habe ich von der Petra eine Karte bekommen, die ist sogar ein bisschen besonders, das ist so ein Schiebemechanismus. Also um die zu öffnen, würde man erst diese Vögelchen hier runterschieben und dann kann man das da oben aufmachen und dann die andere Klappe auch aufmachen und dann hat man innen dann so die Karte offen. So ein Schiebemechanismus, den kann ich euch auch mal auf YouTube zeigen. Das habe ich, glaube ich, sogar noch gar nicht gemacht. Machen wir mal zusammen, ist auch total easy. Okay, dann habe ich von der Christa einen Beitrag. Die Christa kommentiert immer ganz fleißig unter meine Videos. Und das ist der erste und ich glaube auch einzige Beitrag, der die Karte um 90 Grad gedreht hat, den Sketch. Das hat die Nicole von der Isidore Sketch selber im Teamcall gesagt. Sie ist mal gespannt, ob jemand auf die Idee kommt, den Sketch auch hochkant zu benutzen. Also das ist immer abgedeckt von der kreativen Freiheit, dürft ihr immer machen. Die Christa hat auch eingesendet, die Innenseiten, hat sie einfach ein paar Stanzteile draufgeklebt und dezent mit einem Metallic-Stempelkissen gestempelt. Sehr edel. Dann habe ich von der Andrea diese Karte bekommen, die hat mir auch sehr gut gefallen mit dieser Abschlusskante, da ist nämlich quasi das Negativ benutzt, also diese beiden Teile aus Designerpapier, die sind geschnitten und eben innen rausgestanzt und dann eben als Negativ aufgeklebt mit dieser Ritze, finde ich auch super gelungen, sehr sehr schön. Dann, da war leider gar kein Name dabei, also ihr solltet die Mail schon unten drunter unterschreiben und das, was ihr als Absender benutzt, das schreibe ich auch da als Namen rein, also wenn ihr da lieber ein Synonym verwenden wollt oder irgendeinen Künstlernamen, dann könnt ihr auch so unterschreiben, also hier kam leider kein Name mit, ist offensichtlich eine Demonstratorin, weil die Nilpferde, die gibt es ja im Moment nur für Demonstratoren, aber keine Ahnung, also super süße Karte, ich weiß nur leider nicht, wie du heißt. Dann habe ich von der Birgit eine maritime Karte bekommen, auch sehr hübsch in Aquamarin und das müssten noch entweder Babyblau oder Ozeanblau sein, eine ganz alte Farbe. Dann habe ich von der Hedwig drei Karten bekommen. Die Hedwig hatte sogar lustige Story mit Hedi unterschrieben und ich habe das zuerst als Heidi gelesen und dann Hallo Heidi gesagt. Sie hat mich aufgeklärt, sie heißt Hedi, Kurzform von Hedwig. Aber ich finde Hedwig als großer Name viel schöner. Also sie meinte von wegen, ja, den Namen hört man heutzutage gar nicht mehr. Ich finde den aber super. Genau, die hat drei Projekte, einmal dieses eingesendet und einmal dieses hier. Und dann nochmal dieses hier. Das ist gespiegelt, ne? Da ist ja der Kreis auf einmal links und oben die Abschlusskante. Finde ich auch sehr schön. Dann haben wir von der Bettina auch maritim gearbeitet. Da ist sogar noch mein Designerpapier drauf, hier aus Meer der Möglichkeiten. Sehr, sehr cool, hat mich gefreut. Und dann habe ich von der Doro noch eine Karte. Das ist auch ein bisschen eine besondere, die hat so einen Schmetterlingsverschluss. Also wenn man die aufmachen möchte, dann muss man diesen Schmetterling da durch das Loch quetschen. Genau. Dann habe ich von der Rihanna, die hat auch gleich mehrere Karten eingesendet. Und zwar einmal hier mit der Sonnenblume drauf. Und dann hier die maritime Version in Blau und Rot und dann hier noch mit einem kleinen Glücksschweinchen und dann hier noch einmal mit den Erdbeeren und so aus der vorletzten Celebration, glaube ich, genau. So, und das waren die Karten, die übers Internet reingekommen sind, vielen Dank. Ah ne, hier ist noch eine von der Michaela, auch mit Inkblending, sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Und sie hat auch die Innenseite noch gleich mitgeschickt. Sowas ist für mich auch mal ganz wichtig, dass man die Innenseite schön macht. Genau, das sind die Projekte aus dem Internet. Und jetzt kommen die Projekte aus meinem Team. Wir heißen die Stempler. Das sind also quasi die Demonstratoren, die bei mir eingestiegen sind. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich die Mädels gefragt, ob ich ihre Einsendungen auch zeigen darf. Ich weiß nicht, ob ich das jede Woche machen kann, weil das war super aufwendig, das aus der WhatsApp-Gruppe rauszumachen, hier reinzumachen und dann noch die Namen alle rauszusuchen. Also vielleicht muss ich da mal meinen Workflow ein bisschen optimieren.
So, als allererstes habe ich von der Uli, von der Ulrike, ein Projekt hier mit den Wellen aus der Farbaktion. Dieses Projekt, da gibt es auch schon ein YouTube-Video zu. Wenn ich dran denke, setze ich es euch unten in die Infobox rein. Ich hoffe, von den anderen kommen auch noch YouTube-Videos, damit ihr die euch zusammen angucken könnt. Dann von der Franziska haben wir hier aus der Welt der Abenteuerreihe mit dem Papier gearbeitet, ganz easy. Das ist die Innenseite dazu. Auch sehr, sehr schön, wieder mit meinem Meer der Möglichkeiten. Setzt die Segel. Mehr der Möglichkeiten hieß die Produktreihe. Dann habe ich von der Sarah mit H eine Karte mit dem kleinen Esel drauf aus der Celebration. Auch vor einem Jahr, glaube ich, waren die Esel. Dann habe ich von der Petra noch eine Karte. Die Petra hat da ganz viele Projekte drin. Die Petra bastelt nämlich viel und schickt sie in die Gruppe. Das war gar nicht für den Sketch jetzt zwingend gemacht, aber ich dachte mir, weißt du, wenn du die Banderole ein bisschen nach oben verschiebst, dann ist es auch genau das Layout von dem Sketch. Und die Petra bastelt gern mit Tiermotiven. In dieser Karte sind ganz viele so Elefanten drin und die sind alle auf so Wobblern aufgeklebt. Ist auch richtig süß. Dann habe ich von der Ruth ein Projekt, ganz, ganz schlicht und zurückgehalten. Finde ich aber super elegant. Dann habe ich von der Susanne ein Projekt. Da sie hat unten ein Designerpapier benutzt und das noch geprägt. Dann habe ich von der Janina auch wieder maritim, auch sehr, sehr, sehr schön mit der Krake aus dem einfach mal abtauchen Set. Dann habe ich von der Sabine ein Projekt. Das ist dieses marmorierte Papier, was ich vorhin im Video angesprochen habe. Das ist auch sehr cool. Und dann habe ich noch mal eins von der Petra, leider in der nicht so guten Qualität, aber ist auch sehr schön geworden. Nochmal ein Projekt von der Petra. Die Petra liebt immer die Tiere, ne? Das ist dieses Set mit dem Panda aus dem neuen Jahreskatalog. Das liebt sie total. Das müsste auch eine DIN A-Lang-Karte sein, wenn ich das auf dem Bild richtig sehe. Und genau, da unten ist noch das Garten-Eden-Papier, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und dann habe ich von der Rosmarie noch eine Karte mit einem ganz alten Set, wo so ein Segelschiff drin ist. Das ist auch sehr, sehr schön. Und unten embossed die Anker und als Abschlusskante dann das Rot benutzt. Auch sehr, sehr schön. Genau. Und dann habe ich noch ein letztes Projekt von der Petra. Das ist auch so eine interaktive Karte. Sie hat ein Video geschickt. Im Prinzip kann man da, wo dieses Seil ist, die Karte auch nach oben klappen und unten. So ein bisschen wie die mit den Vögelchen, mit diesem Schiebeelement von vorhin. Und da sind diese Ringe, die sind, das nennt man irgendwie Interlocking Ring oder Technik oder irgendwie so. Also der äußere Ring ist quasi an der oberen Klappe dran und der untere Ring gehört zur unteren Klappe, sodass die sich ineinander verhaken und zuhalten. Und dann kann man eben, wenn man möchte, ein Teil nach oben, ein Teil nach unten aufhalten. Genau, das ist, es kommt noch ein Projekt von der Sarah. Und zwar zwei ganz einfache, also einfach nur unten ein Designerpapier aufgeklebt, dann ein Band als Trennung und dann ein Element, einmal eine Qualle, einmal eine Krake. Genau, und das ist auch schon das Letzte. Die Sarah habe ich nämlich ganz nach unten gepackt, die Sarah ohne Haar, von der ist nämlich auch der Sketch für nächsten Monat. Genau, das sind die Sketche, die aus dem Internet rangekommen sind. Und jetzt wechseln wir nochmal in Tischperspektive und gucken uns an, was per Post reingekommen ist. So, Zeit für die Fanpost, die bei mir eingeschickt worden ist. Ihr dürft mir gerne eben die Sachen auch per Post zuschicken. Meine Kunden selbst haben alle meine Adresse, die steht nämlich als Rücksenderadresse auf den Katalogen drauf. Wenn ihr gerne meine Adresse hättet, um was einzuschicken, dürft ihr mir gerne einfach eine Mail schreiben. Meine Privatadresse ist das Einzige, was ich nicht ins Internet schreiben möchte, denn ich kriege genug Spam-Mail, zum Beispiel an meine Der Stempler-E-Mail-Adresse, die ja eigentlich nur hier in diesem Video und in der YouTube-Beschreibung ist. Und wenn da schon Spam-Mail ankommt, will ich gar nicht wissen, also spezifische YouTube, hallo, du bist doch ein YouTuber, möchtest du bitte Spam-Mail? Deswegen meine Privatadresse will ich dann nicht veröffentlichen, aber ihr dürft mir gerne Mail schreiben, dann kriegt ihr die. Ich will es nur nicht für die Spam-Roboter ins Internet schreiben. So, also, was habe ich bekommen? Als allererstes habe ich eine Karte von Knurpsel gekriegt. Ganz einfache Auslegung des Sketches, einfach ein Designerpapier drauf, Bandetikett, Deko drauf, fertig. Finde ich super cool. Das ist mit dem neuen Bierset aus dem Jahreskatalog. Dann habe ich von Nicole, das ist nicht die Nicole, die den Sketch selber gemacht hat, sondern von Nicole aus dem Internet, habe ich eine maritime Karte bekommen. Sie hatte eine ähnliche Idee wie ich mit der Risskante und mit meinem Setz die Segelset natürlich. Sehr, sehr cool. Dann aufmachen kann ich die Karten nicht, weil da steht natürlich manchmal was drin. Liebe Worte, vielen Dank übrigens immer für die lieben Worte, die drin stehen. Die sind natürlich für mich. Dann habe ich von Barbara diese Karte hier bekommen. Die ist in der passenden Farbkombi zum Beispiel und sie hat als diese Abschlusskante, bei ihr kann man die Karte da öffnen. Also das ist eine Funfold-Karte, die man an der Abschlusskante öffnen kann. Fand ich auch eine sehr coole Interpretation von dieser Kante.
Was hat mich noch erreicht? Mich hat noch von Uta erreicht, diese Karte. Die ist sogar DIN A lang geworden. Auch wieder in der passenden Farbkombination. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann hat mich noch ein Projekt erreicht von Anja. Das war richtig last minute, aber es ist noch angekommen. Und zwar einmal diese Version mit ein bisschen Blümchen und ein bisschen Gestrüpp. Finde ich auch sehr schön. Und dann hat sie noch eine Karte gebastelt für das maritime Thema, auch in der passenden Farbkombination. Das ist diese hier. Die finde ich auch sehr, sehr gelungen. Anja hat übrigens, glaube ich, geschrieben, dass sie erst seit einem Jahr bastelt. Also Riesenkompliment, Anja. Das ist eine super coole Karte. Und sie hat schon reingeschrieben, das ist vielleicht ein bisschen zu frei gewesen schon für diesen Sketch. Mir ist aufgefallen, nee, ist es überhaupt gar nicht. Das Einzige, was du gemacht hast, Anja, du hast den Sketch umgedreht. Weil die Begrenzung sollte ja eher gegen oben sein und dann hier sollte das Motiv hin. Das hast du gemacht, du hast es nur umgedreht. Und das ist völlig erlaubt. Wir hatten ja schon gerade eben gesehen, dass man diese Karte, dass man den Sketch auch hochkant verwenden kann. Und was du gemacht hast, du hast ihn einfach nur um 180 Grad gedreht. Genau, aber selbst wenn nicht, wäre es völlig in Ordnung gewesen. Ich möchte ja hier Kreativität unterstützen, nicht sklavisch, dass wir basteln irgendwas nach. Genau, so, das sind die Projekte, die bei mir eingesendet worden sind. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich kontrolliere nachher nochmal. Wenn nicht, kommt jetzt gleich noch ein Einschub. Und das ist es fürs heutige Video. Nee, es gibt jetzt noch den nächsten Sketch. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Leute, die mitgemacht haben, die es entweder auf Instagram gepostet haben oder mir per Mail oder per Post geschickt hat. Hat mich wirklich super gefreut. Es wäre total cool, wenn wir sowas öfter machen können und ich dann immer so regelmäßige Abonnenten habe, die bei mir die Sachen einschicken. Fände ich total cool. Genau, euch überlassen, ob ihr das per E-Mail oder per Post machen wollt. Und denkt bitte nochmal dran, alle Leute, die es noch nicht auf Instagram veröffentlicht haben, es wäre super cool, wenn ihr das da machen könnt, weil dann können Leute, die sich davon inspirieren lassen, einfach diesen Hashtag eingeben auf Instagram und dann durch die Liste scrollen. Also macht das bitte noch, das wäre super cool. Okay, und der nächste Sketch ist von Sarah aus meinem Team, der Stempler-Sketch 03. Das heißt jetzt für das den kommenden Monat bastelt ihr diesen Sketch und veröffentlicht den oder schickt den ein oder wie auch immer ihr möchtet. Und dann tragen wir eben wieder am Ende des Monats zusammen, was es ist. So sieht der Sketch aus von Sarah. Genau, also es geht darum, dass ihr hier eine Lage habt. Sie schlägt abgerundete Ecken vor und dann in der Mitte ist irgendwas betont. Das sind bei ihr Kreise. Ihr dürft natürlich auch Quadrate wählen. Wie gesagt, ist immer das Gleiche. Und da, wo diese zackigen Sterne sind, da soll einfach irgendwas hin. Ne? Also da sollen nicht zwingend Sterne hin, sondern was auch immer ihr möchtet, um halt diesen das mittlere Element da zu betonen. So, es gibt natürlich auch wieder zwei Challenges. Und zwar ist die erste Challenge, ihr sollt Gestrüpp verwenden. Also irgendwelche pflanzlichen, entweder Blumen oder Zweige oder was auch immer ihr da möchtet. Genau, die Sarah liebt nämlich Gestrüpp. Kleiner Hinweis, ihr Lieblingsset ist für alle Zeit. Genau, und die zweite Challenge ist wieder eine Farbchallenge. Und zwar wünscht sie sich einen Farbton. Sie sagt Farbfamilie, aber was sie meint, ist ein Farbton. Bei uns ist es ja ein bisschen tricky, weil bei uns heißen ja Farbfamilien, so die Signalfarben, die Neutralfarben. Und das ist eigentlich keine Farbfamilie. Farbfamilie wäre Farbfamilie Blau zum Beispiel. Das heißt, ihr sollt keinen Regenbogen einarbeiten, sondern einen Ton. Also zum Beispiel nur Blautöne oder nur Grüntöne oder was auch immer ihr wollt. Also einen Farbton in verschiedenen Abstufen, wenn ihr wollt. Einen Neutralton dürft ihr einarbeiten und wie immer Basic-Farben. Also Schwarz, Weiß, Vanille ist auch immer erlaubt. Genau. Also das ist die Challenge. Ein Farbton und dann noch eine Neutralfarbe dazu. Das ist die, sind die beiden Challenges. Genau. Challenge 1 Gestrüpp, Challenge 2 Farbchallenge. Wie immer findet ihr den Sketch auch nachher auf Instagram hochgeladen. Genau. Danke Sarah fürs Einsenden und genau, das ist jetzt vom ersten vollständigen Stempler-Sketch-Video. Wir sehen uns dann allerspätestens in einem Monat zum nächsten Stempler-Sketch-Video oder früher auch schon in einem anderen Bastel-Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert davon. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempled.